Hallo Freunde! Da die letzte Aufnahmesession ein wenig länger gedauert hat, habe ich ganz vergessen, dass heute ja schon Weihnachten ist. Und deshalb wünsche ich euch, euren Freunden, eurer Familie und allen Menschen, die euch was bedeuten, ein besinnliches Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken, futtert richtig schön den ganzen Krempel in euch rein und genießt die besinnliche Zeit. Wir sehen uns. Alles Gute, euer Duki. Tim, Tim, bin ich eigentlich zu langsam? Ich könnte mal ein bisschen aufs Gas treten, glaube ich. Ich habe jetzt auch weit und breit noch keine Blitze gesehen. Aber das heißt ja nichts, so aufmerksam wie wir immer sind. Es wäre ein Wunder, wenn uns jetzt hier eine Blitze auffallen würde überhaupt. Aber die Landschaft ist nun mal auch schön. Da kann man sich schön drin verlieren, so ein bisschen. So viele Unfälle entstehen im echten Truckerleben, weil sich Leute einfach, ja, umgucken natürlich klar und nicht konzentriert sind und vielleicht auf ihr Handy gucken oder so, aber sich wirklich Landschaften anschauen. Ich meine, guck doch mal hier rechts. Ich überlege gerade mal eben kurz hier anzuhalten, aber guck doch mal. Das ist doch wunderschön. Das ist das Meer und eine schöne Bucht. Also, wenn er halt nicht schön aussieht, ne? Wasser bewegt sich so ein bisschen. Man könnte jetzt über die Kanten streiten, die da, wie der Bärch ins Wasser geht und so. Aber ganz ehrlich, schön. Mir gefällt es super. Ein dreifaches Hub auf die Inhalte des Euro Truck Simulator und die Trucks im Map. Da freue ich mich auch schon auf die nächste Version. Da gibt es ja bald dann die skandinavischen Länder, die eventuell in der nächsten Version dann schon hinzukommen. Was machen wir jetzt? Tanken hier? Nee, oder? Nee, oder? Was kostet denn wohl so ein Sprit in Griechenland? Was kostet denn ein Sprit? Boah, 1,33. Ist aber doch noch happig. Ja, dann warten wir noch bis Afrika auf jeden Fall. Naja, skandinavischen Länder, Finnland, Schweden, Norwegen und sowas wird dann, denke ich mal, hinzugefügt. Noch mehr Content und vielleicht auch mal verschneite Regionen mit schlechten Gripverhältnissen und so weiter. So, Tempomat rein, da vorne. Boah, der war aber schnell, oder? Meine ich das nur der LKW gerade? Ich meine, so ohne Anhänger kann man natürlich Gas geben, ne? So, und hier ist eine enge Kurve, ich gehe auf jeden Fall mal runter. Nicht so schlecht. So, und das sind dann so Passagen, wenn da eventuell einfach mal eine längere Passage bergab kommt, wo es dann sinnvoll wäre, den Retarder einzusetzen. Retarder kommt übrigens echt von Retard aus dem Englischen, was zurückgeblieben oder rückläufig oder so bedeutet, ja, und auch im Englischen ein bisschen verpönt ist, weil, ja, es hat, glaube ich, so den Sinn von, wie wenn man hier in Deutschland sagt, Behinderter. Oder das ist ja behindert. Ja, dann ist es ja natürlich für sehr empfindliche Menschen diskriminierend gegenüber Behinderte, aber im Endeffekt meint man natürlich nicht oder will jetzt keine Behinderten beleidigen, wenn man sagt, boah, bist du behindert? Sondern man will einfach nur damit ausdrücken, dass der andere vielleicht gerade ein Vollidiot ist. Und damit man nicht immer Vollidiot sagen muss, sagt man behindert oder das ist ja schwul, ist dasselbe. Bloß halt in der in einer anderen Kategorie, sag ich mal, ne? Naja, und da fällt, glaube ich, so Retard rein, Retarded. Da haben nämlich, glaube ich, mal die Black Eyed Peas ja dieses Lied gehabt, Let's Get It Started. Und das heißt wohl in der unzensierten Version, Let's Get Retarded. Und musste halt zensiert werden, weil es eben so eine Bedeutung hat und für die Amis da irgendwie, ja, die ziehen da den Schwanz ein. Sind ja eh ein bisschen prüde, was die Zensur und so angeht und so. Darf man ja nicht Fuck und Shit sagen im Fernsehen, obwohl es schwachsinnig ist, da wird es ausgepiept oder gemutet. Aber es weiß eh jeder, was gemeint ist. Wenn man da sagt, Mother, bleep, ne, oder, bleep, U2, was, ich meine, dann weiß jeder, der mag U2 nicht, ne. Aber, das ist schwachsinnig, sowas auszublenden. Naja, was soll man machen?
Ich habe eh das Gefühl, dass das erste Wort, was jeder Amerikaner lernt, ist Fuck. Gerade zur Zeit, wenn man sich so also amerikanische Videos anguckt, wenn Leute oder auch Comedians oder Stand-Ups, die oft die Fuck sagen, das wird ja in Deutschland gar nicht ankommen, wenn du da mal so einen verfickten Witz erzählen würdest oder so. Finde ich auch selber nicht so schön. Irgendwie, das ist... Das rutscht mir wohl schon mal raus, also sage ich jetzt so auch dann, ne? Ficken, ich habe da kein Problem mit, aber es rutscht mir halt eher raus, wenn ich wütend bin oder so. Und ist nicht im alltäglichen Sprachgebrauch, es sei denn, wenn ich mal wieder als Sextelefonist arbeite. Naja, und das ist in Amerika auf jeden Fall anders. Da ist jedes zweite Wort Fuck, Fucking, Shit, Asshole. Ja? Kommt, denke ich mal, auch sehr stark durch die Hip-Hop-Kultur, dass die amerikanische Sprache einfach verraut und, also nicht verraut wirklich, aber dass dieses, dass der Gebrauch des Wortes Fuck oder solcher Kraftausdrücke, dass die einfach mal in den Alltag übergehen, weil da ja auch Hip-Hop ein bisschen größer ist als hier und mehr Einfluss hat auf die Leute als in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland ist es ja immer noch so, ja, Hip-Hop ist so der Kindergarten, ne? Und, hat nichts bei Wetten, das zu tun, es sei denn, es ist Crow und dann ist es auch nicht wirklich Hip-Hop, sondern Popmusik mit Sprechgesang und so. Und ja, ist alles nicht so ganz abgeklärt und es wird alles nicht so ganz gefeiert wie in Amiland. Kann daran liegen, dass da qualitätstechnische Unterschiede gibt, aber glaube ich eigentlich nicht, weil es gibt so gute deutsche Rap-Musik, also da brauchen wir uns eigentlich nicht drüber unterhalten, dass wir da auf jeden Fall deutlich aufgeholt haben und auf ähnlichem Niveau. Ach, guck mal, was war hier denn? Unfall? Ja, hier war eine Unfallstrecke. Oder ein Unfallort. Naja, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht sind die Amerikaner auch anspruchsloser, was das angeht. In Deutschland wird ja immer sehr viel gemeckert. Oh, an die Fähre kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Hapang Lloyd oder was? Ja, ich glaube wohl. Geil. Das sieht so schön aus. Naja, ich glaube auf jeden Fall, dass die Deutschen da irgendwie anspruchsvoller sind. Und das auch vielleicht nur, weil von außen betrachtet Hip-Hop ja doch ein sehr seltsames Genre sein kann. Gerade auch Rap-Musik, unverständlich, schnell, es wird gespittet. Ja, und kommt halt immer drauf an, wer sich das doch mal auch anhört. Wenn sich das meine Oma anhört, kann ich natürlich gar nichts mit anfangen. Und da ist so ein Crow für die natürlich auch zugänglicher als ein Kool Savas oder so, ne? Und hier steht natürlich 600 PS plus... Only. Nicht nur bis 600 PS, 600 plus PS. Ja. Danke an Zweitexek. Ja, kein Plan. Ist Kumpel von mir und der heißt so auf YouTube, glaube ich. Hab mich darauf hingewiesen, dass ich doch nächstes Mal nicht so ein Trottel sein soll und dieses Plus nicht überlesen soll. Naja. Hip-Hop, ne? Ist auf jeden Fall, weil es aus der Distanz vielleicht seltsam betrachtet werden kann oder unverständlich für viele ist, wird es dann auch nochmal extra kritisch beäugt, ja, und auch kritisch beurteilt und vielleicht auch nicht ganz ernst genommen. Und das geht eigentlich so ein bisschen nicht, finde ich. Weil das hat die meisten, oder die Menschen, die dann auch Toleranz fördern, wenn Jugendliche dann irgendwie, keine Ahnung, mal einen Afroamerikaner zu viel abgezogen haben. Der dann wieder nur medienwirksam aufgegriffen wird, ja, weil jeder andere, der beklaut wird oder irgendwie vielleicht sogar verletzt wird, ist natürlich genauso schlimm und so. Allerdings sind immer so ungewisse Meinungen, die sich dann auch noch durch Klischees bilden und nicht wirklich mit fundiertem Wissen glänzen können und eine Basis da irgendwie haben. Ja, wir haben Überholverbot überholt. So. Naja, da gibt es bestimmt auch schlauere Leute als ich, die da schon irgendwie drüber sprechen und diskutieren und debattieren. Allerdings hat man ja auch schon so eine kleine Meinung. So, und hier kommt auf jeden Fall gleich die Fähre und dann wird es auch echt knapp. 280 Kilometer. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch so eng wird. Dann müssen wir auf jeden Fall tanken, sonst liegen wir auf dem Trockenen quasi. Und trocken laufen können wir nicht, das ist peinlich. So, hier links abbiegen und da ist auch schon das Gelände der Fähre. Und jetzt sind es noch 631 Kilometer, aber natürlich noch
die Entfernung der Fähre mit dabei. Das heißt, wir sind da gleich schön schnell am Ziel und haben dann den Auftrag auch geschafft. Wie viel haben wir denn eigentlich noch Zeit? 58 Stunden für den Auftrag. Ey, guck mal, da hätten wir uns gar keine Gedanken über das Schlafen machen brauchen. Da hätten wir auch ruhig nochmal 11 Stunden pennen können. Beziehungsweise diese 8 Stunden, die es dann abzieht im Endeffekt. Oh, was steht der denn hier einfach so rum? Mitten auf der Straße. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, da haben wir uns aber auch schon mal drüber aufgeregt. Ne? Hier kommen noch gleich Leute oder Arbeiter, die bestimmt noch eine Kaffeepause machen. Wenn wir hier rechts abbiegen müssen, oder? War das nicht so? Tor zu, zum Glück müssen wir hier nicht hin. 40 km/h, mal nicht überschreiten. So. Da steht nämlich schon eine Blitze. Nee! Weil ich 43 gefahren bin, oder was? Ach, ihr seid doch Scherzbolde, ey. Ach. Verfickte Scheiße. So. Wo müssen wir denn hin? Nach Benghazi, ne? Genau. Aufbrechen! Und dann geht's auch weiter. Genau, hier fahren wir ja von der Fähre runter. Das fand ich ja auch damals schon sehr geil. Und jetzt sind wir endlich in Afrika und müssen direkt mal eine Tankstelle suchen. Das ist das Wichtigste. Ah, und ich liebe es, wenn die Fähre so detailreich und groß, da ist noch ein zweites Fach und so. Ja, wir sind leider die Letzten, die rausfahren. Das wäre natürlich geil, wenn hier jetzt auch noch Verkehr rauskommen würde. Aber da weiß ich nicht, ob das technisch überhaupt möglich ist im Spiel oder ob die zufällig rein- und rausfahren würden, dann... Müssen wir mal gucken. Hier sind wir, glaube ich, letztes Mal aufgesetzt, ne? Machen wir diesmal alles ganz korrekt. Also, sind wir hier aufgesessen? Ich weiß gar nicht. Und ich weiß auch vor allen Dingen nicht, wo wir raus müssen. Hallo? Achso, wir sind ja schon in Benghazi jetzt. Aber wo ist denn bitte unser... Ah, wir müssen nochmal auf die Fähre. Ja, okay. Das war aber, glaube ich, letztes Mal auch schon so, oder? Lass mich mal irgendwie zurückrollen, ganz fresh. Das könnte doch letztes Mal auch schon so gewesen sein. So. Ja, das war gar nicht schlecht. Hätte nicht geklappt, dass es klappt. Ich dachte, wir waren jetzt hier wieder voll die Scheiße. Dann müssen wir doch nochmal hier drauf bestimmt. Da waren nämlich Pfeile. Und dann nochmal... auf die andere Seite. Wenn wir Afrika nochmal von der anderen Seite kennen. Ich gucke nochmal eben sicherheitshalber, wie das Örtchen heißt. Das Örtchen heißt auch Benghazi wahrscheinlich. Steht nichts dran. Dann hoffen wir mal, dass wir hier jetzt auch den richtigen Ort finden. Island, 20 Minuten, das wird's doch sein, jawohl. Island. Natürlich heißt es Island, also die Insel. Zack. So, und jetzt müssten wir doch eigentlich auch wieder, jawohl, jetzt ist das Navigationsgerät auch wieder aktiv. Ich war gerade echt verwirrt. Und da sehen wir auch schon unseren Zielort aufblinken, deswegen wollen wir keine Zeit verlieren. 22 Minuten, 23 Kilometer. Tanke. Genau, das hätte ich jetzt schon fast wieder verbockt oder vergessen, dass wir auf jeden Fall tanken müssen. Ja, oh, wir sind ja ausgeschlafen auch. Kann ich mich mal eben recken und strecken. Mm. Dann haben wir auch in einer... stimmt doch bestimmt, ne? In einer Fährenfahrt, die 20 Minuten ging, haben wir aber genug geschlafen, um wieder für 11 Stunden fit zu sein. Das ist natürlich auch hardcore. Toll. Also wenn das so im echten Leben gehen würde. Und jetzt verpassen wir auch noch die Grünphase hier. So, die letzten Meter. Und dann müssen wir aber echt mal gucken, wo denn hier wohl eine Tanke zu finden ist. Ich glaube, auf der Insel gibt es gar keine Tankstelle, kann das sein? In Benghazi direkt gibt es auf jeden Fall wieder eine Tankstelle. Ich hoffe mal, das reicht alles so. Ah ja, hier ist die Costa Concordia, ne? Schön. Natürlich nicht original, aber auch natürlich nicht in irgendeiner anderen Form. Bam, 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 bam. Hier ist eine schöne Brücke. Dann geht es hier rechts zu meiner Villa, die ich mir übrigens schon gekauft habe. Und die muss halt so groß sein, sonst passt der Golfplatz nicht so schön in die Tennisanlage. Ne?
Also ich hab da richtig gehört, ich habe eine Tennisanlage und da drin ist noch ein Golfplatz, der sich in meinem Vorgarten befindet. 62 Kletter, 168 Kilometer, ey, das könnte echt knapp werden, Leute. Vielleicht hätten wir in Benghazi jetzt eben tanken sollen, wo wir eh schon von der Fähre runtergefahren sind. Komm, Junge. Jawohl. Ich gehe mal eben sicherheitshalber wieder in diese Ansicht, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Auge auf den Spritverbrauch haben und jetzt hier nicht so rumheizen wie die Bekloppten und den Motor ausdrehen. Hier können wir schön rollen lassen, das ist wunderbar. Down, down. Und hier links ist auch schon unser Ziel, unser Zielort. Das war ja mal wieder ein langer Auftrag. Sehr schön. Beziehungsweise geht's, wir hatten viel Fähre zwischendrin und so, ne? Was, Fähre-Fan? So, können wir dann gleich mal nach dem Citroën Peugeot Transporter. Achso, jetzt sogar, der Ford Focus lässt uns vor, vielen Dank. Kriegst ein Hyperli. Und da ist das Gelände. Jetzt können wir die Gabelstapler abliefern und müssen danach auf jeden Fall direkt gucken, dass wir tanken. Und ich hatte jetzt eigentlich überlegt, hier eine Pause zu machen. Aber ganz ehrlich, ich tanke jetzt noch eben, weil wir es sonst in der nächsten Pause definitiv vergessen. Oder nach der, also in der nächsten Session. Und dann starten und mit leerem Tank hier irgendwas reißen müssen. Und das, da bleiben wir 100 pro liegen. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. So. Ja, das haut noch nicht hin. Wir können noch ein bisschen steiler gehen. So. Jetzt vielleicht gerade langsam nachrücken und drücken. Wir sind immer noch ein bisschen schief, glaube ich, ne? Was sagt der rechte Außenspiegel? Ja. Es reicht, es reicht. Wir haben die Verladerampe erreicht. Ausgezeichnet haben wir das sogar gemacht. 50.000 verdient. Keine Abzüge, ja. Also wir haben nur ein bisschen Schaden am Truck. Sind wir jetzt Level 18. Sind zum Leon aufgestiegen, zum Profi. Und fahren nochmal eben fort und leveln die sparsame Fahrweise. Die wollten wir ja fertig machen und da bleibe ich jetzt auch bei. So, und dann geht's jetzt ab zur Tankstelle. Also erstmal wieder die Insel verlassen hier und mit der Fähre übersetzen. Und hier direkt in den 14. Gang, dass wir auch wirklich ganz wenig Sprit jetzt verbrauchen. Ja, mit der Fähre übersetzen und dann direkt in Benghazi tanken gehen. Da gibt es auf jeden Fall eine Tanke, das habe ich gerade gesehen. Und wehe, ich vertue mich da jetzt. Da muss ich auch mal pissen, deswegen kommt eine Aufnahmepause auch gar nicht so ungelegen. Boah, ich drehe schon wieder viel zu hoch, dafür, dass wir Sprit sparen wollten. Wir müssen auch gar nicht so heizen hier eigentlich. Davon ist eh eine rote Ampel, da können wir jetzt schon wieder rollen lassen. Vorausschauendes Fahren ermöglicht eine sparsame Fahrweise. So, und ich habe jetzt noch nicht einmal gebremst, ne? Alles wunderbar. Jetzt gebe ich wieder ein bisschen Gas, damit wir hier aufschließen. Wir wollen ja auch nicht zu viel Platz vergeuden im Verkehr. Oh, und nicht zurückrollen. Bisschen tricksen hier beim Anfahren, dann geht das schon. Ganz langsam. Ach, guck mal, und da vorne ist schon wieder rot. Lohnt sich da den Motor auszumachen vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Handbremse ziehen, Motor aus. Wir probieren es einfach mal. Doch, das wird echt noch eine heikle Nummer, ey. Scheiße. Starten. Erster Gang, Handbremse lösen, jawohl, dann kann es wieder losgehen. So, und hier lassen wir mal wieder schön rollen. Mal eben gucken, was denn die Anzeige sagt. Ach, guck mal, 248 Kilometer, da haben wir uns jetzt hochgearbeitet wieder. Siehst du, nur weil wir so langsam fahren und so sparsam, haben wir jetzt quasi uns 80 Kilometer dadurch mehr verschafft, die wir einfach mal fahren können. Das finde ich geil. Realistische Spritspar- oder Spritverhalten. Realistische Berechnung des Spritverbrauchs. So. Ist Verbrauch ungefähr 3 Liter Sprit am Tag am liebsten Core.
So, wir müssen gleich schon mal hier wieder links rüber und so. Und dann ist da links auch schon wieder die Fähre, womit wir zum Festland überwechseln, um da dann den heiß ersehnten Sprit zu bekommen, damit wir nicht mehr so sparsam ökomäßig rumeiern müssen. Viel mit Öko dürfte der afrikanische Sprit eh nicht zu tun haben. Hier so Biodiesel und so ein Quatsch. Ich glaube, das ist so nicht so... DPD! Ihr Schweine! Ihr habt mir nicht mein Gran Turismo gebracht, pünktlich. Hätte ich jetzt eigentlich reinfahren müssen in den LKW. Naja, ich glaube, dass wir in Afrika nicht so den qualitativ hochwertigen Sprit bekommen. Und Öko-Möko braucht man gar nicht dran denken, ne? So, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? War das hier rechts? War das hier rechts, bitte? Bitte antworten Sie mir doch. Okay, ach so, schlafen, okay. Aber hier ist der Anker. Zack. Und dann geht's wieder nach Benghazi zurück für 50 Euro. Was auch sehr günstig ist, finde ich. Da kann man eigentlich immer Fähre fahren und dann Peng gehen und so. Vor allen Dingen hat man dann noch, glaube ich, echt nur 20 Spielminuten vergeudet quasi, oder? Also wenn ich jetzt eigentlich voll müde bin und schlafen gehe, dann kostet mich das ja eigentlich 8 Stunden Zeit, die ja auch vom Auftrag dann abgezogen werden und so. Aber hier bei der Fähre, wenn ich so 20 Minuten von Benghazi Island nach Benghazi fahre, bin ich ja trotzdem ausgeschlafen, aber habe im Endeffekt nur 20 Minuten In-Game-Zeit verstreichen lassen. Und ich hoffe, ich bin richtig und hätte nicht links fahren müssen, aber das dürfte doch eigentlich klappen, dass wir da auf die die Straße mit der Tankstelle kommen. Und ich hoffe, dass es nicht zu weit weg ist. Was haben wir denn auch so an Reichweite? 260 Kilometer. Es müsste doch eigentlich noch ausreichen, oder? Ist bloß die Frage, wo wir dann abbiegen müssen. Jetzt mal ganz logisch gedacht. Wir müssen hier links, ne? Und wieder EP erhalten. So, wenn wir hier links fahren, fahren wir doch dann hier rechts hoch schon. Bestimmt, ne? Ne, eine weiter. Ist das hier? Ist das... da dürfen wir nicht rein. Ich bin überfordert! Ich bin überfordert! Ich glaube, hier ist richtig. Da fahren wir dann hier auf die Autobahn. Mal gucken, was der... Ach, ich glaube, wir fahren dann auf die Autobahn. Ich glaube, wir kommen da gar nicht oben. Also, in die falsche Richtung fahren wir dann. Was kann... Wo muss man denn dann sonst drauf, ey? Ich bin voll die Frau. Entschuldigung an alle Frauen, die jetzt zusehen. Nein, wir sind die falsche. Scheiße. Hoffentlich können wir gleich drehen. Jawohl, da vorne können wir drehen. Ist ja wunderbar. Also... Dürfen wir nicht, aber können wir. Und deswegen machen wir das auch. Einmal schön hier schwuppdiwupps. Ohne Blinker, da kenne ich ja nix. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die richtige Strecke für die Tankstelle erreicht. Also die richtige... Wir sind auf der richtigen Straße. Wir haben unseren Pfad wieder erlangt. So, und jetzt haben wir noch 180 Kilometer Zeit. Also das dürfte gerade so eben hinhauen. 40 Liter sind noch im Tank. Das ist natürlich nicht so viel. Und da kann man jetzt hier richtig Gas geben und hier ein Atomkraftwerk noch bewundern. Auch noch. Hä? Ich glaube, ich habe den Motor ausgemacht, obwohl ich die Kamera einstellen wollte. Jawohl, Sprit ist noch nicht vorbei, Sprit ist noch nicht aus. Wir können noch hier an die Tankstelle rollen, ohne Probleme. So, und Esso. Jetzt wird getankt, mein lieber Hombre. Warum kann ich nicht tanken? Hallo? Wieso ist das Tanksymbol auch so weit weg hier? Ich möchte bitte tanken. Ich fahre noch einmal an. Oh, guck mal, 16 Cent pro Liter. Ah, hier können wir tanken. Na bitte, der Herr. Ich war natürlich auf dem PKW-Tankparkplatz wahrscheinlich. So, raus und volllaufen lassen, bitte. Ja, einmal bitte volllaufen lassen. Ich habe ja gefragt, warum die Anzeige nicht schneller höher geht, aber es kostet nun mal nichts. 10 Cent pro Liter, dann war das gerade der Dieselpreis 16 Cent wahrscheinlich. Ach, der Benzinpreis 16 Cent. Hier haben wir 10 Cent für den Dieselliter. Ist das geil. Volltanken kostet hier so viel wie in einem PKW.
Bloß halt, dass wir mal eben... Oh, was haben wir denn? 2,8... Ach ne, 1360 Liter. Na egal. 136 Euro. Was? Ne? So, und jetzt guckt mal bitte auf die Verbrauchsanzeige, weil wir gerade so sparsam gefahren sind auch. 1400 Liter reichen jetzt für 6385 Kilometer. Das ist der Hammer, das ist Hardcore. Und ich fahre mal eben hier rechts an den Straßenrand. Und wir müssen natürlich auch nochmal eben in die Tankstelle rein. Ich habe mir ja noch eine Bockwurst zurücklegen lassen vor ein paar Monaten. Und die hole ich mir jetzt ab. Außerdem muss ich pissen wie ein Elch. Ich sag danke fürs Zusehen. Bis morgen, liebe Leute. Wir sehen uns. Ich bin der Duki. Tschüss.